Hallo Leute, herzlich willkommen zur Folge 21 von My Summer Car. Ich bin der Vince. Und wie ihr oben links sehen könnt, es ist Freitag. Wir haben noch relativ früh am Tag. Mir wurde ja in den Kommentaren mitgeteilt, dass man am Samstag die Rallye fahren kann. Und das ist das, was wir in dieser Folge auf jeden Fall erledigen wollen. Das heißt für uns, alle Flüssigkeiten nachgucken, das Auto soweit fertig machen und dann ab zum Rallye-Startplatz. Dass wir den rechtzeitig Samstagmorgen hoffentlich erwischen. Was wir jetzt hier kurz machen, ist einmal alles überprüfen, Kühlflüssigkeit nachfüllen, falls erforderlich, Öl nachfüllen, falls erforderlich. Und dann werde ich den Rest des Tages, des Freitages irgendwie verbringen. Dann legen wir das nochmal kurz weg. Und danach werden wir uns zum Start wiedersehen von der Rallye. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das hier offen kriegen. Fehlt nichts? Okay. Oder ist jetzt auf einmal der Kanister leer? Nee, ist er nicht. Gut. Den da hinten hin. Bremsflüssigkeit. Wisst ihr was? Bremsflüssigkeit gucken wir nicht nach. Aus dem einfachen Grund, weil wenn uns unterwegs die Bremsen versagen, haben wir wenigstens was zu lachen. So. Das ist unser Auto. Wir sehen uns beim Start. Wenn wir auf Samstag warten, ist es vielleicht eine ganz lustige Idee, eine Runde mit dem Boot mal zu fahren, damit es endlich angekommen ist, dass auch ich weiß, wo das Boot ist. So, mal gucken, ob ich das Ding überhaupt ankriege. Ich habe das noch nie gefahren. Das soll so mega kompliziert sein anzuschalten irgendwie. Gucken. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Oh, das war der falsche Knopf. Wie geht denn das hier? So, ist lenken. So, jetzt ist er auf neutral. Ich habe extra den Controller angeschlossen, schon mal. Und der geht natürlich beim Boot nicht. Warum nicht? Keiner weiß Bescheid. Scheiße, jetzt hat das die Standardkontrollen oder was? Wie schaltet man denn hier hoch? Hat das noch einen Gang? Ja, oh, okay. Alles klar. So, drehen wir mal noch eine Runde mit dem Boot, bevor wir jetzt also gleich zu Rallye aufmachen. Ich weiß sowieso gerade nicht, was ich machen soll, bis Samstag ist. Fährt sich ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Ungefähr die Richtung ist das Dorf. Ich glaube da hinten, da wo das Weiße rausguckt. Müsste man dann noch wissen, wo das zu Hause war, da vorne. Hallo, rückwärts gibt's nicht? Ja, doch, rückwärts gibt's auch. Ich hätte ja für mich auch gerne so ein Dingens, ne? So ein Boot. So privat. Und was ich euch auch noch sagen wollte, ist, dass es zwar Sinn macht, andere Leute zu grüßen in Kommentaren. Also zu sagen, hey, ich grüße, keine Ahnung, meine Oma, meine Opa, meine Tante oder sonst irgendwas. Aber sich selbst zu grüßen, finde ich ziemlich dumm. Also deswegen. Ich habe jetzt 4 oder 5 von diesen Kommentaren. Ich möchte mich gerne selbst grüßen. Oder kannst du mich im nächsten Video grüßen? Habe ich jetzt beantwortet. Und den Leuten das erklärt. Jetzt erkläre ich das einmal für alle. Und danach werde ich diese Kommentare ignorieren, weil. Also sich selbst zu grüßen, also zu sagen, hey, kannst du mich im nächsten Video grüßen? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie doof. Dann könnte das ja jeder schreiben. Dann würde ich eine halbe Stunde hier sitzen und 500 Leute grüßen jeden Tag.
Das ist ja auch irgendwie Banane. Also, wenn ihr, wenn anders grüßen wollt oder wenn ihr Geburtstag habt oder so, sagt mir gerne Bescheid. Apropos Geburtstag, da war doch irgendwer. Gaming Bros hat Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr sowas schreibt, dann notiere ich mir das oder versuche mir das zu notieren, wenn ich denn dran denke. Und gebt die Grüße und die Geburtstagsgrüße und so weiter auch gerne weiter. Aber für euch selber finde ich das total bescheuert, ganz ehrlich, Leute. Und ein Dankeschön an Maiko700 für den Tipp mit der mit dem grünen Zettel hier. Ich kann ihn ja nochmal zeigen. Also Maiko hatte gesagt, dass das Samstag stattfindet mit der Rallye. Und er hat sich auf diesen grünen Zettel hier bezogen, wo natürlich drauf steht Saturday 10 bis 18 Uhr sogar nur. Nicht 8 bis 18. Ich glaube, er hat 8 bis 18 geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Hier ist auch nochmal der Streckenverlauf. Die Rallye werden wir jetzt gleich fahren. Was ich aber eigentlich machen wollte, war für jemanden ausprobieren, der gefragt hatte, ob Ventildeckel und was waren das? Bremsen, also die Bremszangen lackierbar sind. Das finden wir jetzt raus. Zu dem Ventildeckel kann ich sagen, dass er wahrscheinlich nicht lackierbar ist. Ich dir aber einen Tipp geben kann, wie du da weiterkommst. Ne, er ist nicht lackierbar. Ich habe irgendwo, ich frage mich nicht, wie ich darüber gestolpert bin, aber ich habe irgendwo was von Modding gesehen. Du kannst einzelne Teile in dem Spiel hier modden. Wenn du das also unbedingt lackiert haben willst, dann solltest du danach mal googeln. Wie gesagt, ich kann dir jetzt so pauschal nicht beantworten mehr, wo ich das irgendwie wie gefunden habe. Bin da einfach drüber gestolpert. Und bremstechnisch müssen wir mal eben schauen. Müssen wir wahrscheinlich ein Rad kurz für abnehmen. Und dann kann ich dir auch deine Frage mit der Bremse kurz beantworten. So, Werkzeug. Keine Panik, Rad annehmen dauert ja nicht so lange. Das haben wir ja schon 100.000 Mal gemacht. Achso, der hat ja hinten gar keine Bremszangen. Scheiße, hätte ich auch drauf kommen können. Okay, nehmen wir ein vorderes Rad ab. Ja, sorry, Gewohnheitssache. Also meiner hat natürlich vier Scheibenbremsen und keine Trommel hinten. Aber gut. Jetzt hätte man kurz gucken können, ob wir die Trommel lackieren können, ne? Ups. Das war nicht das, was ich abnehmen wollte. Das war das, was ich abnehmen wollte. Wo ist die Farbe? Ne, die Bremstrommel kann ich noch nicht mal als, ich sag mal, Ziel markieren, jetzt in Anführungsstrichen. Coilspring, Fuel Tank. Ne, keine Chance. Die Farbe brauchen wir gleich da. Kurz unser Auto wieder zusammenbasteln. So, Wagenheber runter. Zip, Wagenheber nach vorne. Und wieder hoch. Ja, das ist das, was mich an dem Spiel ein bisschen stört, dass man für die Videos immer so lange braucht, um die vorzubereiten. Also nicht, weil man irgendwie was machen muss, sondern weil man einfach nur AFK im Prinzip sich das Spiel anguckt, um auf irgendeinen bestimmten Termin zu warten oder so. So wie jetzt zum Beispiel mit den samstäglichen. Ne, geht nicht. Deine Frage ist hoffentlich beantwortet. Du kannst weder Bremszangen noch Ventildeckel lackieren. Leider. Aber wie gesagt, guck dich mal da nach den Mods um. Das könnte sein, dass das die Problemlösung für dich darstellt. Was ich sagen wollte, dass man immer Ewigkeiten einfach nur warten muss. Jetzt, wir hatten vorhin noch Donnerstag. Ich habe jetzt also im Prinzip von Donnerstag bis Samstag Ingame-Zeit hier nichts anderes zu tun, als zu warten. Und das kann mit der Zeit ein bisschen ärgerlich werden. Vor allem, wenn es eh schon knapp ist. So. So, Autochen steht wieder auf Rädern. Das können wir dazu machen. Auf zur Rallye.
Ja, es kommt doch noch ein kleiner Zwischenschritt, bevor wir bei der Rallye ankommen. Ich musste gestern Abend, also alles, was ihr vorher bis jetzt gesehen habt, ist gestern Abend entstanden. Also den Tag, bevor das Ding hier veröffentlicht wird, hoffentlich. Das sieht tatsächlich im Video orange aus und in meinem Spiel rot. Nicht zu fassen. Habe ich das orange genommen? Ja, tatsächlich, das ist eine andere Farbe. Das sieht fast gleich aus bei mir. Nee, ist die gleiche Farbe oder nicht? Ach, ist egal, wir lassen das jetzt so. Ist mir egal, ob es orange ist oder nicht. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Ich musste gestern die Aufnahme abbrechen. Warum? Weil jedes Mal, wenn ich dahin gefahren bin zur Rallye, also ich habe jetzt schon einen Spielstand hier gemacht, das passt jetzt, wir können jetzt zur Rallye fahren und starten. Aber jedes Mal, wenn ich dahin gefahren bin zur Rallye, da ist er schon unterwegs mein Keilriemen gerissen und mein Auto heiß gelaufen. So, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber der Keilriemen ist gerissen. Wir müssen uns ganz schnell auf den Weg machen, damit wir noch zur Rallye pünktlich sind. Ich habe das aber zuerst gar nicht gecheckt. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ich habe nur gemerkt, hey, kurz bevor du bei der Rallye ankommst, wird dein Auto heiß. Dann habe ich mir erst gedacht, scheiße, was könnte das sein? Dann habe ich angefangen, nach der Ursache zu suchen. Und irgendwann habe ich dann nach, keine Ahnung, zweimal Neuladen hinfahren und rausfinden, ob es nur ein Bug ist. Dann bin ich ganz vorsichtig gefahren, so von wegen hier beim kalten Zustand heizen und so. Vielleicht ist was kaputt gegangen. Dann bin ich so gefahren, dann bin ich so gefahren, hin und her. Und ich habe alles Mögliche durchprobiert. Und dann habe ich irgendwann durch einen ganz blöden Zufall gesehen, Alter, du hast ja gar keinen Keilriemen mehr. Dann habe ich mir das Boot geschnappt, bin zum Shop gefahren, also habe neu geladen, weil ich war ja natürlich zu faul, dann zurück zu fahren ging ja auch gar nicht, weil Motor lief ja ständig heiß, ne? Dann, boah, beim ersten Mal, das müsst ihr mir mal nachmachen. Wo ging es weiter? Achso, genau, dann war ich bei dem Wissen praktisch, dass er weg war, bin dann mit dem Boot zum Shop gefahren und habe festgestellt, da hängt gar keiner, nachdem ich neu geladen hatte. Also das Auto stand dann wieder in der Garage und alles war tutti frutti. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, dann hast du den bestimmt unterwegs verloren. Also mein Denken war dann, wenn der nicht im Shop ist und nicht mehr am Auto ist, dann irgendwo muss ja einer sein. Es kann ja nicht sein, dass das Spiel endet, weil der Keilriemen reißt, ne? Dann musst du den verloren haben. Dann habe ich also das Spiel nochmal geladen, weil ich zu faul war, mit dem Boot vom Shop zurück nach Hause zu fahren. Bin dann ganz vorsichtig gefahren und habe punktgenau darauf geachtet, wann mein Auto anfängt heiß zu laufen, angehalten und wie so ein Bescheuerter die Straße rauf und runter gesucht. Nichts. Das Endergebnis war dann, dass ich Google und Foren und alles Mögliche durchsucht habe, um letztendlich festzustellen, dass dieser Keilriemen angeblich erst dann wieder respawnt im Shop, wenn er einmal gerissen ist. Deswegen stand ich jetzt gerade mit dem Auto in der Werkstatt und habe den einfach im Standgas laufen lassen, bis der Keilriemen da ist, was ja vorhin passiert ist, habt ihr ja gesehen, und fahre jetzt zum Shop, um einen neuen Keilriemen zu holen, um dann so schnell wie möglich diesen Keilriemen einzubauen, zur Rallye zu fahren und dann mit euch die Rallye zu fahren. Aber ich möchte die Zeit noch mal kurz nutzen. Ich weiß, ihr seid alle total scharf auf die Rallye und so. Aber ich möchte die Zeit noch mal kurz nutzen, um ein paar Sachen anzusprechen, weil sonst ist mir auch langweilig jetzt, wenn ich ohne Aufnahme die ganze Zeit rumfahre. Ne? Und zwar fand ich den einen Vandalismus-Kommentar gut, der geschrieben hat, okay, du kriegst kein Geld für Vandalismus, sondern du kriegst da irgendwie so einen Schnaps für und da kriegst du auch eine Errungenschaft und so. Ich denke, das werden wir in Zukunft ausprobieren. Ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich gehe davon aus. Das hört sich sehr, sehr lustig an. Und dann wollte ich was zu Facebook und zu den Kommentaren sagen. Da steht jetzt wieder ganz viel drin. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mit den Leuten in den Kommentaren chatten. Erstens, der Erste hat es tatsächlich fertiggebracht, meinen privaten Facebook-Account zu finden. Das ist für mich das Wichtigste. Ihr seht wahrscheinlich, wenn ihr den findet, schon an meiner Freundesanzahl, dass ich da nicht unbedingt jeden annehme. Also auch aus meinem privaten Umfeld nicht, was ich jetzt hier so habe. Da ist nicht jeder drin, der mir irgendwie auf der Straße mal über den Weg läuft oder so. Sondern da sind tatsächlich nur Freunde, Bekannte, noch nicht mal Bekannte, also Freunde. Formulieren wir das mal so. Und aus dem Grund hoffe ich, dass ihr mir das alle nicht übel nehmt, dass wenn ihr meinen privaten Facebook-Account findet, ich eure Anfrage einfach lösche. Ich denke, ich bin unter der MadWitz-Seite gut zu erreichen. Und das sollte also einigermaßen passen alles. Dann wollte ich noch sagen, die Nachrichten bei Facebook und die YouTube-Kommentare. Mir ist gerade eben aufgefallen, ich habe vorhin noch mal durchgeguckt, jetzt bevor ich die Aufnahme gestartet habe,
dass ich bei Folge 19 mega viele Kommentare vergessen habe. Ich habe einen Großteil davon jetzt nachträglich beantwortet, aber ich hatte das ja schon mal angesprochen, dass das bedingt durch die YouTube-Sortierung da manchmal völlig nach hinten losgeht, wenn man nach neuen Kommentaren sucht, die man noch nicht kennt. Wenn ihr Kommentare schreibt und keine Antwort erwartet, ist das cool. Wenn ihr Kommentare schreibt, keine Antwort bekommt und nicht sauer seid, ist das auch cool. Wenn ihr irgendwas schreiben wollt, was ihr auf jeden Fall beantwortet haben wollt, dann schickt mir über meine Seite eine Nachricht bei Facebook. Ich bin wesentlich seltener online bei Facebook, als ich meine YouTube-Kommentare nachgucke, weil ich das eben, wie gesagt, zwischen Tür und Angel so machen kann. Aber wenn ich online gehe, zum jetzigen Zeitpunkt, Stand 600 Abonnenten, schaffe ich es auch noch, jede Nachricht zu beantworten. Das kann mal ein, zwei Tage dauern, weil wie gesagt, Facebook ist nicht so mein Ding. Aber ich gebe mir zumindest Mühe, dass das alles vernünftig und sinnvoll beantwortet wird. Da könnt ihr mir dann auch eine längere Nachricht schreiben und mich ausfragen, wenn ihr wollt. Ich werde euch mit Sicherheit nicht alle persönlichen Fragen und so beantworten, aber wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das gerne machen. Und der nächste Punkt ist eben genau diese Abonnentenzahl. Ich hatte einen Kommentar, der ging du bist mein Lieblings-YouTuber, weil du nicht so abgehoben bist. Sowas war das. Und ich habe dann darunter geschrieben, ja, wieso abgehoben? Ich habe doch noch kaum Abonnenten. Ich möchte nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt oder so. Ich bin natürlich für meine Verhältnisse mega froh, dass ich 600 Abonnenten habe. Hätte mir das einer vor, weiß ich nicht, 5 Wochen gesagt, dass ich in 5 Wochen 600 Abonnenten habe, den Typen hätte ich höchstpersönlich in eine Klapse gefahren. Ne? Aber 600 im Verhältnis zu YouTube im Durchschnitt ist natürlich mega wenig. Deswegen, also mit dem Abheben und mit dem Lob, dass ich nicht abgehoben bin, wartet mal lieber ab, bis ich irgendwie hoffentlich mal ein paar mehr Abonnenten habe und dann sprechen wir uns nochmal, ob ich dann ein abgehobenes Arschloch bin oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe natürlich nicht und das bleibt alles so, aber man kann nie sagen, was die Zukunft bringt. Naja, mal gucken. Das war's fürs Erste. Ich gehe jetzt gucken, obwohl, nee, komm, wenn wir jetzt eh schon fast hier sind, dann könnt ihr wenigstens noch dabei bleiben und euch mit mir freuen oder ärgern, ob es jetzt hier in Kalrim gibt oder nicht. Dann kann ich das Getriebe vielleicht nochmal ansprechen. Also in der Einstellung, ich diskutiere ja da mit MX, weiß ich nicht, Rest vom Namen habe ich vergessen, in den Kommentaren schon so ein bisschen rum, was das Getriebe angeht. Dieser letzte Gang, oh, ich bin ja so beruhigt. Da steht ja letzter Gang. Also der Begriff letzter Gang bezieht sich ja normalerweise auf den letzten Gang. Ne? Nur das Problem ist, dass dieser Begriff letzter Gang, also last gear im Englischen, auch für die Gesamtübersetzung verwendet wird. Das ist mir entgangen. Da hat MX vielleicht recht mit. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Also es kann, diese Zahlen können sich auch auf die Gesamtübersetzung beziehen. Und nicht nur auf den letzten Gang. Aber wenn, dann alles zusammen. Also dann ist da nicht, dann steht da nicht irgendein Wert für erster Gang, sondern dann ist das die Gesamtabstufung vom Getriebe. Also über alle Gänge hinweg, die man länger oder kürzer macht mit den Zahlen. Ich hoffe, dass wir uns jetzt verstehen, Mr. MX. Und einer Meinung sind. Und vorher nur aneinander vorbeigeredet haben oder so. Ich hoffe, dass unser Karim jetzt nicht im Fluss versinkt. Im See, Entschuldigung. Und vielleicht sehen wir uns ja jetzt endlich bei der Rallye. Das wäre ja was Schönes, ne? So, Herrschaften, es ist endlich soweit. Unser Auto steht an der Startlinie. Ich muss mal kurz gucken. Sieht auch soweit vollständig aus, oder? Sieht rennfähig aus. Supersprint, jawohl, jawohl, jawohl. TÜV muss man auch haben. Coole Sache. Mad Winds. Auf geht's. So, fahren Sie langsam zum Startbereich. Langsam. Pff. Wer macht denn sowas? Wie ihr oben links seht, ist dadurch, dass das jetzt ein bisschen chaotisch geworden ist, alles ein bisschen knapp. Und ihr dürft mir auch nicht ganz so übel nehmen, wenn ich ein bisschen wortkarg bin jetzt, während ich fahre. Aber ich will ja auch irgendwie eine konkurrenzfähige Zeit schaffen. Ich spiele schon hier mit Gamepad und nicht mit Lenkrad. Also gegen die Lenkrad-Jungs habe ich wahrscheinlich eh keine Chance, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Mal gucken, was wir für eine Zeit machen. Und dann mache ich das Getriebe nochmal ein bisschen kürzer vielleicht. Und dann versuchen wir das irgendwann nochmal. Aber jetzt erstmal hier Konzentration, Leute. Psst, oh.
Frau ist nicht tot. Ja, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob dieser komische grüne Typ existiert, wenn man hier rumfährt. Dieser Selbstmordfahrer, der uns immer entgegenkommt und uns umbringen will. Ich hoffe nicht. Scheiße, muss ich irgendwie gleich da vorne die erste links direkt? Oder muss ich die Strecke da gerade ausnehmen? Ah, da war schon ein Abbiegesymbol, ne? Ja, links. Okay. Ganz schön gefährlich, was wir hier machen. Also die Isle of Man ist auf jeden Fall ein Kindergeburtstag dagegen. Kann ich euch schon mal sagen, wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt. Isle of Man, also Isle, wie von Insel, und dann of Man, M-A-N, also Insel des Mannes sozusagen. Das muss er abkönnen, Satsuma, wenn du mal ein richtiges Rallye-Auto werden willst. Komm schon! Komm schon! Mir fehlt so ein bisschen der Ansage aus, Rallye. 3, rechts, über Kuppe, Sprung. In 4 links schneiden, rechts 3.
Ziel! Finish! Wann, wo? Da! Ah! Wo ist meine Zeit? Da, 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 da ist der Zeitmann. So, vorbildlich, oder? Geschafft. Oh, ich habe die Tür offen gelassen. Also, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwann unterwegs aufgemacht. Und? Was sagt ihr? Gut oder schlecht? Gut oder schlecht? Wo bin ich? 6 Minuten, 4 Sekunden, 54 Millisekunden. Ich bin Sechster? Von was denn? Alter, 5,43? Boah, da haben wir aber noch ganz schön was zu üben, wa? Puh, Sechster. Ganz schön hart. Ich hätte mich jetzt ein bisschen besser eingeschätzt. Bin ein bisschen enttäuscht. Oh, das ist anstrengend. Ja, wir brauchen die kürzere Übersetzung. Also, liebe Leute, ich weiß gar nicht, also ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, wie lang die Folge insgesamt wird, weil ich jetzt so viele Teile gebastelt habe, vor allem dadurch auch, dass die ganze Nacht im Prinzip ja dazwischen liegt. Kann ich euch nicht, oh, ich bin fatigue am Ende. Scheiße, das ist aber nicht gut. Hoffentlich schaffe ich das noch nach Hause. Wie mache ich das jetzt? Ich kann euch nicht sagen, wie lange die Folge ist. Das wollte ich eigentlich ausdrücken. Was ich machen werde, ist den Spielstand mal kurz sichern. Und dann hier speichern. Ups, war ich nicht. Ja, wenigstens ist die Tür schon mal offen. Und dann hier kurz speichern und dann versuchen irgendwie nach Hause zu kommen, ohne unterwegs zu verrecken. Ich hoffe, dass das passt. Habe ich irgendwelche Teile verloren? Nein, alles gut. Satsuma, das Stahlauto. Also Leute, wir sehen uns dann bei Folge 22. Entweder den Spielstand vor der Rallye geladen oder... Was war das jetzt? Ich muss mir das mal eben aufschreiben. Moment, bevor ich das gleich wieder vergessen habe. Ich muss mich mal ein bisschen vergleichen. Das geht ja gar nicht. Wir fahren da 6 Minuten 4,54 oder was, ne? 6 Minuten 4,54. So, also so ist genau der Plan. Ich werde jetzt speichern und hoffen, dass ich nach Hause komme und vorher werde ich nochmal kurz das hier sichern, kopieren, einfügen. Yeah. So, falls nämlich wirklich gar nichts mehr geht, dass wir da wenigstens auf der sicheren Seite sind. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß bei Folge 22. Lasst euch darüber aus, wie gut oder schlecht ich gefahren bin. Ich bin der Vince. Ciao.